Es ist das große Zittern. Mit den Klicks ihrer Fangemeinde haben sie es bis hierher geschafft. Doch nun muss sich jeder der 5 Finalteilnehmer beweisen, dass er mehr drauf hat als die Konkurrenz. ATV-Moderatorin Angie Ross eröffnet die Finalrunde und gleich im ersten Wettbewerb wird es hart. Als die Kandidaten ihre Route von Augsburg nach Sevastopol festlegen müssen, kommen erste Schwierigkeiten auf. Die größte Herausforderung war, die Route noch kurz vorher festzulegen, weil wir haben uns gedacht, wir fahren einfach mal drauf los. Und dann war die Aufgabe ja schon eine fertige Route zu haben und es war ein bisschen kurzfristig. Doch durchschnaufen ist nicht, sofort geht es weiter. Ein gutes Gedächtnis beim Klassiker Ich packe meine Koffer, Improvisationstalent und Körperbeherrschung beim Tanz und Fachwissen beim Länderquiz sollen zeigen, welche Teams die besten Karten haben, den Erlebnistrip erfolgreich zu meistern. Dabei hat jeder sein eigenes Erfolgsrezept. Ja, wir haben eigentlich nicht viel Zeit zum Vorbereiten gehabt, weil Prüfungen bis letzte Woche angestanden sind und mein Gott, was soll man da machen? Das ist halt einfach die Coolness, oder? Die Jury um Stadtwerke-Organisator Michael Nessler und Hitradio RT1 ist beeindruckt vom Einsatz und Können der Teams und trifft so eine spontane Entscheidung. Alle der 5 Finalteilnehmer dürfen die Reise nach Sevastopol antreten. Die Performance war sensationell. Wir haben alle 5 Teams geschickt. Davon konnte man einfach keins zu Hause lassen. Die haben sich alle mit ihrer Route ausgekannt. Die waren spontan. Die haben hier tolle Tänze vorgeführt. Also das war einfach eine Riesenvorstellung von allen 5 Teams. Die Entscheidung sorgt für tosenden Applaus und ausgelassene Feierstimmung, auch bei denen, die sich sowieso anhand der erreichten Punkte qualifiziert hätten. Ich war heute so nervös, ich wusste gar nicht, was passiert und ich bin jetzt einfach nur glücklich, erleichtert und dankbar, dass ich mitfahren darf. Dass wir mitfahren dürfen und dass alle anderen auch mitfahren dürfen. Nach dieser Nachricht gibt es keine Rivalität mehr, Kennenlernen steht auf dem Programm. Noch intensiver wird das dann auf dem Roadtrip und ein Team möchte den Trip auch nutzen, sich teamintern noch besser kennenzulernen. Ich glaube, dass das bei uns einfach nochmal sehr intensive Zeit für uns zwei wird, weil wir wirklich 3 Jahre lang keinen Urlaub mehr gemacht haben und ich bin einfach mal gespannt, lass mich einfach überraschen. Sehr intensive Zeit, auf was ist das genau bezogen? Ja, also einfach Zeit nochmal zu zweit hat, weil das war die letzten Jahre halt durch Studium und alles halt etwas schwieriger. Doch zuerst bricht ausgelassene Feierstimmung im City Club aus und passend zu Sevastopol fließt Krimsekt.